Schockmoment im Zirkus. Während einer Vorführung attackiert ein Löwe plötzlich den Dompteur. Das Publikum schreit vor Angst, der Mann rennt um sein Leben. Zu den dramatischen Szenen kommt es im Norden Chinas. Zuerst seien die Löwen aneinander geraten, als der Dompteur dazwischen geht, springt ihn der Löwe an, versucht ihn zu beißen. Dem Dompteur gelingt es aber, sich zu befreien, er rennt durch die Manege und bringt sich in Sicherheit. In chinesischen Zirkussen kommt es immer wieder zu Zwischenfällen aufgrund von Tierquälerei. Zudem werden die Sicherheitsvorkehrungen von Schutzorganisationen angeprangert. Im April zum Beispiel kommt es in einem anderen chinesischen Zirkus auch zu einem dramatischen Zwischenfall mit Löwen. Während der Vorstellung brechen zwei Raubkatzen durch die Gitterstäbe aus. Zuschauer flüchten, fürchten um ihr Leben. Eines der Tiere entwischt sogar auf den Parkplatz. Zum Glück können beide Löwen nach kurzer Zeit wieder eingefangen werden. Niemand wird verletzt. Auch bei der Löwenattacke auf den Dompteur hat dieser Glück, kommt mit Verletzungen am Arm davon. Die Vorstellung wird sofort abgebrochen, die Zuschauer bekommen ihr Geld zurück. Der Zirkus ist inzwischen weitergezogen mit den Löwen und ihrem Dompteur.